Dann haben wir das auch. Mal schauen. Ich habe nicht so viel Cobblestone gerade. Würde ich nicht das Dach nicht gleich mal fertig machen. Müsste ich aber erst ein bisschen Cobblestone einschmelzen. Hier kommt der neue Weg hin. Den da drüben machen wir gleich weg. Am besten mit Kies, ja klar. Ja, Mann, was mache ich denn gerade? Ich will die Erde haben. Das ist schon wieder Nacht. Wir waren doch gerade pennen. Das kann doch echt nicht sein, hey. Okay. Gehen wir nochmal pennen. Auch kein Problem. Wir haben 18 Steinziegel. Ich glaube, das reicht dafür nicht. Denke ich jetzt zumindest. Den Texturenpaket schaut die Steinziegel echt modern aus. Ich hätte die steiniger gerne. Was machst denn du hier drin? So. Ja, okay, wir haben wenigstens ein Schaf. Okay, Spitzhacke habe ich auch noch, aber Schaufel keine mehr. Ja, es könnte so hinhauen. Machen wir vielleicht gleich noch ein paar Zäune, ja? Na, das können wir dann machen. Ich baue sie jetzt gerade nur auf. Vielleicht gehe ich doch ein bisschen in Strip. Dann, um ein bisschen Cobblestone zusammenzukriegen, damit wir Stein haben. Also, vielleicht buddel ich da schon ein bisschen los. Weil dann kann ich das sogar fertig machen, eigentlich. Es wäre nicht ganz cool, wenn ich das fertig machen könnte. Das hier. Bis auf den Strip selbst dann. Okay. Fehlt halt hier überall noch die Auskleidung mit Andesit und hier wäre dann rein theoretisch so ein Knopf. Da können wir dann wirklich Steinstufen oder sowas verwenden, aber das ist Zukunft. Mal wenig Cobblestone. Oder wir bauen oben unser Haus aus, das könnten wir auch machen. Zack. Ab und zu macht er bei den Zäunen, aber nur bei den Zäunen macht er keinen Blob. So. Es kommt dann, wird dann 4 hoch. So wie kann ich schon mal sagen. Wir brauchen dann auch wieder ein paar Zäune. Deswegen, die Aussage ist, wird im Stil von der Brücke sein. Damit es alles dezent einheitlich ausschaut. Die Brücke hat jetzt zwar keinen Holzpfeiler drin. Also so Holzdinger. Wobei es vielleicht auch, glaube ich, nicht mal schlecht ausschauen würde, wenn ich da ab und zu mal so ein Holzding reinklatsch. Nein. Nein, nein, nein. Lassen wir. Ist nur eine Brücke. Das muss gleich ein Dach tragen. Wenn wir genug Stein haben für ein Dach. Aber ändert jetzt nichts an der Tatsache, dass wir jetzt erstmal was anderes machen müssen. Damit ich den Weg schon einigermaßen hinbekomme, fertig bekomme. Und es für die Fläche, für die Farm schaut vielversprechend aus. So, Baumstämme auch noch weg. So. Brauchen wir nämlich auch das Laub. Ich glaube, da haben wir jetzt alle. Na, räumen wir das hier nicht ein bisschen auf. Das gefällt mir nicht schon die ganze Zeit, nämlich nicht so. Ich komme nicht ran, oder? Doch, ich komme ran. Nice. Oh, ups. Ich will auch so eine kleine Baumplantage machen oder so eine Baumschule in etwa. Hab ich auch vor. Na komm. Klappt doch. So, wir brauchen Laub. Wir brauchen einiges an Laub. Okay, zack. Wunderschön. Hier ist noch ein bisschen, hier ist noch ein bisschen. Da liegt immer noch ein bisschen Laub rum. Zack. Wir müssen das schon herstellen und austoben. So, hier nochmal
Dann auch mal weg mit dir. Schon wieder Spinnen. Okay, wenn Baumstämme übereinander liegen, macht er alles weg. Baumstämme nebeneinander liegen nicht. Okay, dann geht's weiter. Ups. Nice. Zack. Haben wir jetzt? Wir haben Laub. Wir haben Laub. Müsste ja auch erstmal reichen soweit. Den Rest muss ich mal so auflösen. Ist da noch? Ja, da ist noch. Nice. Okay, ein paar Bäume kriegen wir auch wieder zusammen. Baumplantage, denke ich, werde ich auch so eine kleine machen. Einfach nur, weil es dort halt ein bisschen gekapselt ist und vielleicht ein bisschen schöner geht, die Bäume zu fällen. Okay, hier haben wir unser Zeug, unser Laub. Brauchen wir nicht jetzt für den Weg. Links und rechts, dann mache ich nicht schnell noch hier dezent fertig. Und dann kriegen wir das schon hin. Mal her. So. Ein bisschen Glowstone werden wir dann auch noch brauchen. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Auch nicht schlecht. Nein. Hier. Müsste ich aber wieder Platz im Inventar haben für die Werkbank. Nee, die nehme ich mit. Ist nichts zurück. So. Zack, zack. Haben wir hier ein bisschen Umrandung für den Weg. So. Hier vorne. Würde ich es auch gern so machen. So. Ja. Genau. Es wird nicht nach vorne offen sein. Also ich werde hinten, also hier seitlich und hinten solche Zäune dazwischen packen und vorne hin offen. Aber da brauche ich dann halt erstmal Zeug. Okay. Wir müssen mal kurz was essen und ich sehe da unten die Kartoffeln, die werden relativ, also nicht nur relativ, die sind fertig. Ich sehe was anderes. Ich habe was anderes gesehen. Guck mal, da war ich faul. Oder ich habe es übersehen. Tendiere eher zu übersehen. Hier. Oder gesehen und doof gewesen. Kann auch sein. Wir wollen hier nämlich schön überall Erde haben. Damit demnächst hier die Farm entstehen kann. Vielleicht sogar noch heute. Mal schauen. Vielleicht aber auch erst morgen. Ich weiß nicht, ob ich morgen streame. Was ich morgen streame, aber ich werde... Ich denke schon, dass ich streamen werde. So kann man sagen. Ich denke es schon. Kann euch aber nichts versprechen. Okay. Wird mal schnell die Kartoffeln hier abernten dann. Ich habe gerade überhaupt keinen Platz. Da müssen wir mal auf. Und ich denke, wir buddeln uns ein bisschen in den Strip rein. Ein bisschen. Ein bisschen. Nicht viel. Ein bisschen. Wirklich nur ein bisschen. Meh. Ich habe ihr gesagt, sie soll raus. Wieso buddeln wir uns in den Strip? Ich muss doch noch eine Wohnung bauen. Okay, wir buddeln uns nicht im Strip. Ich habe noch ein Haus zu bauen. Das können wir mal. Ja, das können wir machen. Bevor ich mich im Strip... Ja, wobei, das Strip muss auch irgendwann entstehen. Aber bevor ich mich jetzt in den Strip buddel... Ich brauche doch noch ein Haus. Das brauchen wir doch auch noch. Ja, machen wir das. Weil der Strip echt auch wichtig wäre, langsam. Also nicht langsam, aber... Ich hatte sogar eine Schere da einstecken, ich Depp. Na klar, wegen den Schafen. Mist. Wir kümmern uns mal kurz um die Kartoffeln.
Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht erst ja, wir werden uns erstmal unser Haus durchbuddeln. Erstmal ein bisschen ins Haus. Wir kriegen da ja eh Cobblestone dann zusammen. War kein Andesit, aber wir kriegen Cobblestone zusammen. So, 22 Kartoffeln, wunderbar. Und das Zuckerrohr muss ich auf jeden Fall auch mal vervielfältigen. So, zack. Kann es auch wieder wachsen. 13 Kartoffeln nur noch. Wird später dann mehr werden. Ich weiß noch nicht, wo ich es hinbaue. Ich tendiere da rechts hin. Weil da schon ein bisschen Berg da ist. Hier rechts. Tendiere ich hin, dass wir das dorthin platzieren. Die packe ich mal mit rein. Ich habe ja momentan noch genug Essen. Ich habe noch eine Spitzhacke und auch Holz. Also würde ich sagen, Birkenholz, Holz, Holz. Gib ihn. Bauen wir unsere Wohnung. Lernen uns ein Schaf zuguckt dabei. Bauen wir unsere Wohnung weiter. Kriegen wir auch ein bisschen Cobblestone zusammen. Dann können wir ein bisschen Stein machen. 1, 4 war es, genau. 1, 2, 3, 4. Also noch 2 weiter und dann wäre der Baumstamm. Natürlich muss ich hier schon rauskommen. Oh, Mist. Mache ich das jetzt wieder? Ja, okay. Irgendwie mache ich das schon. Irgendwie machen wir das schon. Aber eins weiter hinten. Dann ist es schon sehr weit draußen. Eins weiter hinten, okay. Das heißt, wir schmelzen einfach mal hier jetzt ein bisschen was ein. Holen Erde und füllen das Eck da wieder auf. Wir machen das eins weiter hinten. Weil so, es ist mir zu weit vorne. Machen das hier. Ist mir viel zu weit vorne. Wobei. Nicht reingehen lassen. Okay, ich habe. Nee, nee. Bessere Idee gerade. Oder eine relativ gute. Ich hoffe, eine gute Idee. 1, 2, 3, 4. Und hier wäre der Baumstamm. Gute Idee. Oder denke ich, dass ich eine gute Idee habe. Wir bauen jetzt erstmal hier relativ zu. Gehen gar nicht so weit rein. Das Cobblestone, was ich muss ich eh einschmelzen oder müsste ich eh einschmelzen. Gehen dann hier rechts ins Haus einfach rein. Dass es hier noch so ein Stück rausschaut. Und dann einfach in die Richtung ins Haus reingehen. Der Eingang sozusagen hier ist, weil das Haus wollte ich in die Richtung machen, damit es nach vorne hin offen ist. Es klingt doch nach einem Plan, oder nicht? Dann schaut es, spitzt es hier so ganz. Das hätte ich jetzt eigentlich dort lassen können. So ein ganz bisschen raus. Aber ich muss eins länger machen. Oder? Ja, doch, doch. Ich muss eins länger machen. Okay, hätte ich doch. Ich muss doch weg. Ist der Berg dann überhaupt noch groß genug in die Richtung? Nein, überhaupt nicht. Aber hier runter geht's. Okay. Okay. Ich muss eins länger. Sonst bin ich mir da zu nah dran. Wie habe ich es denn da gemacht? Eigentlich nur eins, gell?
Wenn ich nur eins mache. Aber da ist es, das ist Lager ja direkt vorne dran. Okay, dann ist es egal. Hier mache ich eins länger, weil es dann nebendran ist. Okay. Hm. Hoffe ich zumindest, dass es jetzt so klappt, wie ich es mir denke. Und gut ausschaut auch. Weil das mega Arbeit ist. 1, 2, 3, 4. Und hier wäre ein Baumstamm. Der geht nach unten. So. Der geht nach unten. Aber dann auch nach oben. Drei hoch. Eins haben wir schon. Eins, zwei. Okay. Könnten wir rein theoretisch hier wieder ein Fenster reinmachen? Nicht nur könnten wir, machen wir. Hier wäre die Fackel. Hier haben wir noch ein bisschen Kohle in der Wand. Holen wir raus. Da holen wir uns aus. Auch mal so ein Stück durch. Ich brauche ein bisschen mehr Holz. 2, 2. Okay. Hier wäre der Baumstamm und das Eck. Damit. Nee, hier wäre noch kein Eck. Na doch, hier wäre ein Eck. Passt schon. Hier wäre das Eck. Weil auf der Seite, auf der Außenseite müssen wir zwei weiter. Genau. Okay. Müsste funktionieren. Hoffe ich halt zumindest. Hier wäre das Eckbaumstamm und in die Richtung geht es dann rüber. Okay. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Das kann ich lassen, weil wir in die Richtung eh weiter hantieren oder bauen müssen. Ich hoffe, es war vielleicht jetzt keine gute Idee, dass du dich dahin stellst. Genau dahin. Blöde Schafe. Okay. Können wir hier den Boden... Das ist doch nicht dein Ernst! Aus Birkenholz machen. Und unerwarteterweise haben wir weniger, Berg als erwartet. Unerwarteterweise haben wir weniger Berge als erwartet. Gutes Deutsch. Aber das dürfte nicht schlimm sein. Dürfte überhaupt nicht schlimm sein. Hier wäre dann wieder sowas. Mal sowas. Ja, die Erde wollte ich. Könnte die auf jeden Fall noch gebrauchen. Hier geht's ins Haus rein. Okay, dann haben wir das. Hier würde ich gerne noch ein Querstreben machen. Wie mache ich das? Wir haben noch ein bisschen Berg. Aber das Gebäude wird sehr weit rausgehen. Aber zum Glück nicht hier. Wenn ich es hier bauen würde, wird es übers Wasser gehen. Aber wir bauen in die Richtung einfach mal weiter. Das Haus wird eh höher. Also dadurch halt größer. Daher ist es eh nicht schlimm. Aber das, was mich ärgert, ist, dass man dann jetzt so viel von dem Haus dann sehen wird von außen. Was ich eigentlich nicht mal so haben wollte, aber okay. Wir passen uns den Berg einigermaßen an. Wir werden unseren Vierer-Schritt, den wir jetzt haben, beibehalten. Schauen, dass wir eine Mitte bekommen mit so einem Vierer-Schritt. Wir haben jetzt hier zwei. Das heißt, wir müssen noch zwei und drei.
Die Richtung wäre jetzt das